Redown heißt erstmal recycelte Daune. Und die Idee ist davon entstanden, dass wir durch Gespräche mit Outdoor-Marken gemerkt haben, was sie für Schwierigkeiten haben mit der Daunenbeschaffung. Also, unser Rohmaterial kommt nicht vom Schlachthaus, im Gegenteil zu der Neudaune, sondern von den Textilmüllcontainern. Die gibt es überall jetzt inzwischen in Westeuropa. Und die Firmen, die diese Textilcontainer oder Müllcontainer operieren, sortieren alles, was der Endverbraucher wegschmeißt. Da sind Schuhe drin, Taschen drin, viele Bekleidung natürlich, aber auch Heimtextilien und Daunenprodukte. Daunenprodukte sind in Europa so im Schnitt 2% nur der Masse, der in diesen Container liegt. 2% sind nicht viel, nur ist der komplette Kuchen riesig. Mit Redown sind wir davon überzeugt, dass wir einen Schritt weitergehen. Erstmal garantieren wir hier nicht nur, es ist kein Tierprodukt, es ist ein Post-Consumer Goods Produkt. Und wir hatten sofort sehr gute Reaktionen auf das Produkt. Bereits heute gibt es Marken, die unser Produkt einsetzen im Outdoor-Bereich, und wir entwickeln das Step by Step in Europa mit Firmen, die wirklich auch an der Nachhaltigkeit des Konzepts mit uns zusammenarbeiten. Erstmal wird thermal warmes Quellwasser eingesetzt für das Waschen, wo wir also weniger Energie brauchen, um das Wasser zu wärmen. Die Produktion hat eine eigene Wasserrecycling-Anlage, wo dann das Wasser sauber wie Trinkwasser wieder zurück in die Erde kommt. Und wir können dadurch wirklich in einem Zyklus das so viel Wasser einsetzen, wie wir wollen, weil wir das Wasser eigentlich zurück in die Erde schicken und sauber. Das zweite ist der Strom. Heutzutage wird 30% des Stromes von der Produktion durch eigene Solarpaneele produziert. Und wie gesagt, durch dieses Heißwasser und die nachhaltige Stromproduktion haben wir hier ein sehr nachhaltiges Produktionsverfahren. Wir behaupten, dass man nachhaltige Produkte nur richtig verkaufen kann, wenn sie qualitativ keinen Kompromiss eingehen und wenn sie preislich wettbewerbsfähig sind. Heute ist Redown vergleichbar und wettbewerbsfähig zu Neudaune, qualitativ und preislich. Aber langfristig gesehen werden wir sogar preisattraktiver werden.